Moin moin, liebe Naturfreunde, hier ist euer Dr. Urbex. Im strömenden Regen begrüße ich euch von einem Kriegerdenkmal oder Ehrenmal, ich weiß es nicht ganz genau. Das ist jetzt gerade hier so eine Art Zufallsfund. Ich glaube, wir sind auf Gladbecker Stadtgebiet. Wir machen heute eine kleine Runde zum Tetraeder nach Bottrop und nehmen zwei Halden mit, ein paar schöne Sachen. Wenn dann die Sonne scheinen würde, wären die wahrscheinlich noch schöner. Mit dabei ist der Hombi, der Malexius von Instagram. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, die Evelyn und die Madeleine und noch eine Bekannte von den beiden. Die werden im Laufe des Videos auch noch zu sehen sein, aber ich habe mich gerade ein bisschen untergestellt. Und ja, ungefähr 15 Kilometer. Zum Abschluss gibt es noch eine leckere Currywurst an Bottrops bester Pommesbude. Jawohl. Und ja, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und wir hoffen mal alle, dass das Wetter ein wenig wieder sich hier bessert. Weil ich bin schon komplett durchgenässt. So, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt dran und bis später. Ja, schöne Grüße zurück, da bin ich schon wieder und inzwischen weiß ich auch, wo wir uns befinden. Und zwar ist das hier der Park von Schloss Wittringen in Gladbeck. Genau, das Schloss selber werden wir wohl heute nicht zu Gesicht bekommen. Doch, die Evelyn sagt, wir gehen vorbei. Super, Leute. Ja, in diesem Sinne stelle ich euch schon mal hier mal den Hombi wieder vor. Hallo. Hallo, Hombi von Hombis Welt. Das ist schön, dass du heute auch bei diesem Wetter richtig toll begeistert, motiviert. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Genau. Und den Malexius, den gibt es auch noch. Mich gibt es auch noch, ja. Dich gibt es auch noch, auch mit Schirm jetzt am Start. Ich bin noch nicht weggeschwommen, aber ich überlege mir Schnorchel und Tauchanzug anzuziehen. Ja, also ich denke mal, mit Schwimmflossen kommen wir heute besser voran. Aber wir geben hier unser Bestes, dass wir das Ziel so halbwegs trocken erreichen. Euch mal einen neuen Kumpan. In diesem Sinne schöne Grüße vom Haus Wittringen, also nicht Schloss Wittringen, in Gladbeck und weiter geht's. Im strömenden Regen laufen wir gerade einer Halde zu, haben schon wieder den Weg verpasst. Das geht den ganzen Tag schon, obwohl hier jeder irgendwie die Route als Navigation anhat. Schaffen wir es die ganze Zeit tatsächlich die Route zu verlassen und laufen hier wir durch die Gegend rum. Also jetzt gerade laufen wir parallel zur eigentlichen Route. Ja,
Das wird heute noch lustig, glaube ich. Aber lustig ist es jetzt auch schon. Das kriegt ihr natürlich gar nicht alles so mit, was ich hier filme oder nicht filme. Ja, falls da mal so ein paar Regentropfen auf der Linse sind, das bitte ich zu entschuldigen. Aber hier kommt es von oben runter nur. Das ist unfassbar viel Wasser hier gerade. Ja, die Madeleine habe ich auch dabei hier von Instagram. Hallo, wie gefällt dir das Wetter? Top? Top. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Und hier die Evelyn von Instagram ist auch dabei. Hallo. Ja, und da hinten kommt jetzt die Halde und da gehen wir jetzt drauf. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Je nachdem, ja, wie uns die Navigation dorthin führen wird. Ja, wir machen hier gerade ein paar Höhenmeter. Die erste Halde haben wir leider doch ausgelassen. Aus gesundheitlichen Gründen eines Teilnehmers. Ich bin schuld. Ich wollte es eigentlich den Namen nicht nennen, aber wenn du es schon sagst, Zombie ist schuld. Ja, wir konnten dann nur so einen steilen Hang hochlaufen. Und ja, das war sehr rutschig und das ging halt nicht. Und wie auch immer. Und es war auch verboten. Und es war verboten, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Könnt ihr in meinem Video sehen. Könnt ihr in seinem Video sehen, ja. Ist doch auch schon wieder nur Stuss eigentlich, was ich hier gerade erzähle, oder? Ja. Soll ich das jetzt drin lassen? Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal drin. Bauzaun zu. Wir laufen auf einem Bauzaun zu und die Strecke geht genauso toll weiter. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Ja, also es ist sehr nass auf dem Boden. Wie gesagt, die erste Halde haben wir jetzt gerade ausgelassen. Ist das nicht schlimm, aber es geht dann jetzt weiter zu. Auf die nächste Halde, wo dann der Tetraeder steht. Den wir dann hoffentlich auch besteigen werden. Der Regen hat gerade ein bisschen aufgehört. Ich hoffe mal auch, das bleibt so. Ja. Ja. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer es überhaupt dann noch sind, weil wie gesagt, die Route haben wir heute irgendwie mehrfach verlassen und ja, Umwege gemacht. So, ich sage jetzt einfach mal bis später und bis dann. Ja, jetzt gerade stehe ich hier an einem alten Zulauf, der in die Emscher geführt hat, den die ja gerade auch naturiert haben. Dass er wieder sein richtiges Flussbett bekommt. Und hier hinter uns ist irgendwie von den Regen der letzten Tage wohl irgendwie der Damm gebrochen und hier eingestürzt. Und dann fließt hier gerade das ganze Regenwasser von irgendwo anders her ab. Also das wird wahrscheinlich ein bisschen Arbeit kosten, das wieder alles zu richten. Ich muss auch gerade hier aufpassen, wo ich hier lang laufe. Ich bin hier gerade schon in diesem sandigen Boden hier eingesunken. Und ja, ich gehe mal lieber wieder hier auf den Weg zurück, weil ich befinde mich hier gerade sowieso auf verbotenem Grund gerade, weil ich hier einen Zaun überschritten. Ja, wir laufen jetzt gerade immer noch Richtung Tetraeder. Das Wetter ist tatsächlich jetzt schon seit mehreren Minuten komplett trocken, also kein einziger Tropfen kommt mehr runter. Ja, wir hoffen natürlich, dass das so bleibt, ne? Und dass wir nicht gleich nochmal nass werden, weil wir wollen natürlich auch alle den Tetraeder besteigen. Und im Regen ist es immer ein bisschen doof. Nee, ich habe nur doof gesagt. Ich meinte nicht dich, Hombi. Wieder geht unser Weg her. Das ist unser Weg. Ach so, wir müssen auf die andere Seite. Und wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Aber das werden wir jetzt gleich irgendwie hoffentlich lösen. Das sieht echt cool aus. Fehlt ja einfach eine Brücke. Ja, also heute klappt das echt super hier mit den Wegen. Hier ist in der Tat eine Brücke gewesen, wo wir rübergehen sollen. Die Brücke gibt es nicht mehr. Super. Jetzt müssen wir gucken, da im Hintergrund ist eine Autobrücke zu sehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Aber hier sind überall natürlich Sträucher. Und ja, wir müssen jetzt einmal in die andere Richtung einmal schauen, dass wir dann dort irgendwie auf die Straße kommen. Also mit Komoot ist momentan echt ganz, ganz hart. Also ich habe echt nur noch so ein Glück, dass es nur noch Wege irgendwie in den Karten gibt, die es gar nicht mehr offiziell gibt. Tja, aber zumindest haben wir mal eine schöne Aussicht hier genossen bei netten Leuten. Und Zombie geht gerade irgendwo hin, wo auch immer, und bis später.
Willkommen zurück. Wir laufen hier gerade am Tetraeder vorbei. Eigentlich sollten wir den schon hochlaufen, aber wir haben uns dafür entschieden, doch erstmal eine Kleinigkeit zu essen. Und dann gehen wir hier zur besten Pommesbude Bottrops am Tetraeder. Ja, und wenn wir uns da ein bisschen gestärkt haben und aufgewärmt haben, dann geht es dann den Tetraeder hoch. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das Wetter dann sein wird, weil wir wollen ja auch ganz nach oben. Und ich war ja schon einmal hier. Video kann ich hier oben verlinken, ist schon ein bisschen länger her. Und da hat es auch so doll geregnet. Und ja, jetzt gehe ich das zweite Mal den Tetraeder hoch und schon wieder regnet es. Das ist natürlich ein Traum, aber wir werden sehen. Guten Appetit, Leute. Guten Appetit. So, die Currywurst ist im Magen mit der schönen Schärfe. Die merke ich dann auch im Magen. Und ja, es geht hier gerade die Serpentin zum Tetraeder hoch, natürlich im Regen. Wie sollte es anders sein? Hinter mir weiterhin Malexius und Hombi von Hombis Welt. Versuchen auch den Berg hier hochzukommen. Und wir sind frohen Mutes oder guten Mutes, dass wir es schaffen. Checker! Nein, kein Problem, aber so mit vollem Magen ist halt natürlich so ein bisschen unangenehm, ne? Die scharfe Currywurst wirkt schon. Auf jeden Fall, die Schärfe, die merke ich gerade. Ne? Ich glaube, wir müssen noch zwei Kurven machen und dann müssen wir oben an der Spitze am Plateau ankommen, wo der Tetraeder steht. Und dann schauen wir mal, ob wir da auch heute noch hochgehen. Ja Leute, ich habe das zweite Mal den Tetraeder bestiegen. Heute war noch schlechterem Wetter als beim ersten Mal. Es stürmt hier oben. Ich kann die Kamera kaum gerade halten. Es regnet wie Sau. Wahrscheinlich hört ihr nur ein Kratzen, ich weiß es nicht. Im Mikro, wenn es so ist, ja, kann ich leider nicht ändern. Ja Leute, das ist der Tetraeder im Regen. Er ist unfassbar. Der Malexius, der ist vor mir. Der ist auch gerade am Film. Ich halte jetzt mal die Kamera lieber mit zwei Händen schon hier fest. Wahnsinn, oder? Was hier oben abgeht. Die Expedition, Leute, im Regen hier. Wir sind klitschnass und es ist windig, das ist unfassbar. Ihr seht es am Schirm von Malexius. Aber trotzdem total geil, oder? Ja. Irgendwie. Warum mein Schirm geht hier gerade? Es wird immer schlimmer, also lange bleiben wir oben nicht, das kann ich sagen. Eine Aussicht gibt es hier auch nicht, man sieht nur schwarze Wolken. Ja, vielleicht habe ich beim dritten Mal mehr Erfolg, dass ich dann auch hier eine schöne Aussicht genießen kann. Aber leider auch beim zweiten Mal kann ich euch keine besseren Bilder bieten. Ja, Leute, und, das ist echt krass hier. Ja. Der Wind, der Regen dazu, Wahnsinn. Ich muss auch die Kamera schützen, damit die nicht. Ja, das wird. Kommt aber zu. Also ich packe die Kamera jetzt ein, ist einfach zu nass, bevor mir die kaputt geht. Ich sag bis gleich. Verschwinde jetzt aus deinem Video. Der liebe Hombi geht jetzt einen anderen Weg nach Hause. Genau, weil ich wohne ja quasi. Ganz alleine. Ganz alleine, einsam in dem Regen. Wir bedanken uns trotzdem alle für deine Begleitung. Aber jetzt macht er nicht so was. Und war sehr schön mit dir der Tag heute. Zombie ist hiermit raus. Genau, ich bin raus. Okay. Komm gut heim, wir schreiben heute Abend und schicken Fotos. Jo, machen wir. Ja, ich hab schon gerade, wir haben schon besprochen, den Glühwein gibt's bei mir. Da geht er hin. Bis irgendwann mal.
der einsame Hombi. Haben wir noch ein paar dramatische Szenen hier. Bis jetzt sind alle heile unten angekommen. Die Evelyn gibt einmal Vollgas und ich gehe lieber hier aus der Linie raus. Die Madeleine kommt auch. Ja, die Route, die führt uns hier echt über einen eigenartigen Weg. Ich denke mal, hier müssen wir auch noch runter. Das ist aber nicht so steil und so matschig, das sollten wir wohl schaffen. Ja Leute, die Komoot-Route, die führt hier wieder über eigenartige Wege. Wir haben jetzt gerade die Auswahl, wo wir lang gehen müssen. Wir wissen es selber nicht ganz genau. Jetzt haben wir hier vor uns eine Treppe. Ich würde jetzt einfach mal verdachtsweise hochlaufen und dann mal gucken, was passiert. Wenn wir dann da oben überhaupt an der Straße rauskommen. Natürlich, das Tor jetzt abgesperrt ist. Das Tor ist abgesperrt, ja, ich hoffe mal nicht. Tja, also der richtige Weg, wo wir eigentlich langlaufen gehen sollten, war zugewachsen. Und jetzt haben wir hier stattdessen ein abgesperrtes Tor. Ja, was machen wir jetzt? Hier kommt man auch nirgendwo anders rüber. Ja, wir müssen jedenfalls da in die Straße rein und hier ist ein abgesperrtes Tor. Jetzt könnten wir alle hier drüber klettern, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, wir machen uns jetzt einfach mal so Gedanken. Ja, wir sind jetzt hier im Zug eingestiegen. Unsere Tour ist jetzt beendet. Jetzt geht es gerade zum Ausgangspunkt zurück nach Gladbeck West. Da haben wir heute Morgen unsere Autos geparkt und sind dann nach Bottrop gelaufen. Ja, eine Station, eine schöne Zugfahrt im Zug mit Maske. Ich melde mich dann gleich noch mal wieder, wenn wir dann angekommen sind. Aber ja, hat super Spaß gemacht und dann würde ich sagen, bis ins nächste Video. Ciao. Ja, der Malexus hat seine Schlussworte gesprochen, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bedanke mich, dass ihr alle für bei diesem Tag an unseren Spaß dran teilgenommen habt. Ich habe keine Ahnung mehr, aber ich glaube, die wissen, was ich meine. Ich hoffe, ihr auch. Absolut. Wir hatten jedenfalls alle einen super tollen, lustigen Tag mit sehr vielen eigenartigen Ereignissen, sportlichen Ereignissen. War sehr nass. Ich denke mal, wir sind wahrscheinlich morgen alle krank. Ich hoffe mal nicht, aber naja, er tropft überall. Also in dem Sinne sage ich nochmal danke, dass ihr alle dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal, euer Dr. Urbex. Ciao. Wo hast du eine große Nase? Schönes Wetter. Runner Corporation. Ah. Ja, wenn dann richtig. Hombi ist ein Resident Evil Fan. Genau, finde ich total cool. Wobei den neuen habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich denke, eigentlich ist die Filmreihe zu Ende. Und das Schöne ist, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon er rede, weil ich kenne das gar nicht. Und Resident Evil? Nee. Die Frau im roten Kleid? Die Zombies? Was? Alice! Alice im Wunderland? Nee, die Alice aus Resident Evil. Keine Ahnung, was der hier am Fantasieren ist. Kann ich jetzt mal eine Aufnahme starten? Kannst du gerne machen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Wir sind was Leute, My Dirty Hombi hat sich hier schon dreckig gemacht. Ist der Nächste wieder am Labern. Habe ich mich eingesudelt? My Dirty Hombi. Mein Kamera ist gleich komplett durchnässt, mein Mikro meine ich. Mein Kamera. Sieht ja aus wie eine rote Katze, sieht aus wie eine nasse Katze. Oh, Arbeit hat ich hätte richtig unmächtig filmen. Was willst du jetzt von mir? Soll ich jetzt dann nett sein zu deinen Followern? Und Tommy, wir hatten eine kleine Routenänderung. Ja, weil ich mich nicht getraut habe, den Berg hochzugehen. Der war mir zu steil, weil ich mein Knie nicht noch mehr zerstören wollte. Ja. Und seitdem mobbt er mich. Ja. Ich bin sehr vernünftig, dass ich den Berg nicht hochgegangen bin. Wir haben ja noch einen Kasper im Bild.